ist. Also weiß ich nicht, auf jeden Fall, ich habe es auf L, weil L ist Licht für mich. L wie, nicht L wie Ludwig, sondern in dem Fall L wie Licht in dem Spiel. Eine wunderschöne rote Ampel. Da fällt mir auch gerade ein, wenn ich gerade so rote Ampeln sehe. Ich habe irgendwie immer, wenn ich in Kassel bin, ich habe ständig mit den Ampeln immer erwische ich eine Rotphase. Ich weiß auch nicht. Das ist allgemein so, wenn ich an der Uni bin. Bei uns heißt die Haltestation Holländischer Platz, Universität. Immer wenn ich dort bin, merke ich, du kommst immer in die Rotphase rein. Genau dann wird auf Rot umgeschaltet oder wenn du mit dem Bus dann wieder zum Bahnhof fahren willst und dann gehst du halt darüber, okay, kriegst vielleicht eventuell mal das Ding dann gut zur Not, gibt es eine Unterführung. Ja, und dann wartest du auf den Bus und dann siehst du den Bus an der Straße stehen. Hat Rot, selbstverständlich. Und das denkst du dir auch mal, wann kriegt endlich diese Straße halt endlich mal grün? Das dauert dann auch wieder eine halbe Ewigkeit. Das ist irgendwie, meint da das Schicksal nicht gut mit mir, dass ich ziemlich lange warten muss. Sowohl, dass ich endlich mal grün bekomme oder dann der Bus, der dann irgendwann mal kommt, dass der mal grün kriegt. Naja, aber das Gute ist, nach dem Fahrplanwechsel gibt es auch eine Regio-Tram. Ist mir ein bisschen angenehmer als ein Bus. Wobei die Busse natürlich von MAN meistens. Also das ist natürlich ein Pro-Argument. Ja, das war eigentlich wahrscheinlich auch damals so der auch der Auslöser dafür, dass eigentlich, dass ich überhaupt nicht lange überlegen musste, dass ich einen MAN-LKW nehme. Weil ich sowieso, ich habe früher immer sehr viele Busse gesammelt und Busse sind ja auch meistens von MAN und grundsätzlich ist auch hier so, dass ja die meisten LKWs hier in Deutschland ja auch MAN sind. Und ja, daher war das eigentlich ziemlich klar, dass ein MAN für mich nur in Frage kommt. Ja, zur Not hätte es auch ein Mercedes getan oder sowas, aber ja, Mercedes hat so bei mir immer so der Ruf, ja, überteuertes Fabrikant, aber das bezieht sich ja wahrscheinlich eher auf die Autos. Aber wie gesagt, ich habe da nicht so viel Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht totalen Blödsinn erzählen, deswegen lassen wir das auch erstmal. Ja, hier fahren wir jetzt auf am Airport von Tripoli wieder vorbei, nämlich hier rechts. Und wir dürfen nur 30 fahren, okay, dann gehen wir halt mal ein bisschen runter. Da gehen wir mal auf 60, 70. Dürfen zwar nur 30 fahren, ich hoffe, hier kommt jetzt kein Blitzer. Okay, jetzt können wir wieder 110 fahren. Ja, hier sind die ganzen Flugzeuge, warten auf ihren Flug, auf ihren guten Flug. Das stelle ich mir als jetzt so in der Realität auch ziemlich witzig vor. Wenn dann so ein LKW aufs Flugzeug geht. Gibt's natürlich, klar, aber ich stelle mir das total witzig vor. Ja, damit verlassen wir jetzt Tripoli und uns auf den Weg nach Suwawa. Suwawa, boah, das ist so ein Name. Suwawa war. Wow. Ja, wie wow. Wie so ein Hund hört es an. Ja, aber so sind halt die Namen in ihrer Landessprache wohlgemerkt. Das ist auch wichtig, ich schreibe grundsätzlich und spreche in der Landessprache aus. Also ich habe ja auch Kairo, was ist klar, da schreibt man mit K, aber ich habe es trotzdem mit dem C geschrieben, weil es Landessprache mit C geschrieben wird. So, hier haben wir eine Tankstelle mal wieder von BP diesmal. Wenigstens das ist realistisch mal. Aber trotzdem BP hier im Spiel. Ja, theoretisch ja für BP. Wenn wir schon mal gerade den Digger
1000 dran haben. Für BP hätten wir wahrscheinlich so einen Dicker gefahren, statt irgendwie Benzin oder sowas. Oder Diesel. BP ist ja unter anderem, glaube ich, soweit ich weiß, Aral und sowas. Ja, das wurde mir eben gerade ganz schön heikel, die Situation. Aber jetzt können wir ganz entspannt den Scania überholen. Haben ihn zwar, aber besser gesagt einordnen. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Monument? Das sah aus wie eine Meerjungfrau. Aber diese Meerjungfrau, die steht doch woanders. Die steht doch, glaube ich, hier bei uns irgendwo in Deutschland. Wie heißt sie denn? Die kleine Meerjungfrau? Oh, ich bin jetzt gerade... Ich meine, das ist die... Was ist das jetzt hier? Das ist das Atomicum. Oder so ein Nachbild von Atomicum, das Ding eben. Ja, das steht aber in Brüssel. Naja, was auch immer es da stehen soll. Das sind halt so kleine Easter Eggs so am Rand. Das haben ja auch die Macher absichtlich so gemacht, dass man immer mal so Easter Eggs hat. Also das krasseste fand ich bisher, da habe ich so ein Bild gesehen, da ist ja irgendwie so ein Flugzeug abgestürzt. Also das fand ich schon ziemlich heftig. Und das liegt, glaube ich, ja auch hier irgendwo in Afrika. Aber da sind wir noch nicht dran vorbeigefahren oder es war Nacht und wir haben es nicht gesehen. Das kann nämlich auch sein, weil jetzt wird es nämlich schon wieder Nacht. Also mit Nacht haben wir es momentan aber ganz schön faustdicht in den Ohren. Ja, und wir kommen auch gleich schon an in Suwawa. Ich werde wahrscheinlich nach der Aufnahme hier bellen. Oh, da fliegt gerade ein Flugzeug da oben lang. Und der DAF wird jetzt erstmal geholt. Jawoll. Da vorne müssen wir dann abfahren. Was mir auch allgemein so auffällt, seitdem ich jetzt so an der Uni bin, kann man hier so, gerade was hier das LP angeht, so total locker, frei reden. Man redet wirklich den Part durch. Man hat grundsätzlich immer mal etwas zu erzählen, weil so Studentenleben ist auch, da hat man eigentlich immer was zu erzählen. Das habe ich heute auch gemerkt. Ich saß ja auch da so bei uns im Café mit ein paar Leuten und ja. Man muss ja auch ein bisschen, manchmal ein bisschen Zeit überbrücken. Da ich heute eine Rechnungswesen-Vorlesung hatte und dann 2 Stunden dazwischen frei hatte bis zu einem Tutorium. Das war VBL. Da habe ich dann morgen meine Vorlesung für von 16 bis 20 Uhr abends, aber das Gute ist, der hört zum Glück immer früher auf. Weil sonst komme ich auch wieder total spät nach Hause und das wäre nicht so gut. Na gut, was das Projekt angeht, könnte ich jetzt auch theoretisch sagen, dass ich einfach den Part früher frei gebe. Das habe ich auch schon mal gemacht. Genau das passiert ja meistens am Dienstag. Weil ich das dann von der Uni mache, aber ich hatte selbst an der Uni zu tun gehabt, weil ich nämlich mich auf meine Tutorien vorbereitet habe. Das hat komischweise gestern wirklich, also bei mir gestern wohlgemerkt, immer noch, extrem viel Zeit diesmal in Anspruch genommen. Also mehr als ich eigentlich eingeplant habe, aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt kommen wir hier mit dieser Schnellstraße in Richtung zu Suwawa an. Das ist auf jeden Fall wieder ein Fragezeichen. Ich sehe die DRL dort schon. Wir müssen zu T... Nee, nicht zu TNT bringen. Zu DAXA, glaube ich, ne? Ja, DAXA, genau. Wir kommen von TNT. Was haben wir hier? Das sieht nach einer Arbeitsagentur aus. Ja, ist eine.
Nee, halt geradeaus. Erster Aufenthalt in Subaru. Jawohl, so ist das. Was sind das für ein M da? Steht das irgendwie für Markt? Market? Sowas? Stimmt. Ja, hier ist die DRL, hat auch schon ihre Trailer parat stehen. Da ist Daxa und da hinten ist dann noch auf gleicher Höhe ist die Firma Gazprom. Mit leider kein ADR-Gut wahrscheinlich. Da ist auf jeden Fall auch schon die Werkstatt, das ist auch gut zu wissen. Ja, und dahin die Firma Daxa, wo wir hin müssen. Sieht's denn aus? Ah, so sieht er. Ach, das ist eine Sackgasse hier. Okay, gut zu wissen. Eine Sackgassenstadt. Da, wo wir reinkommen sind, müssen wir auch wieder rausfahren. Und da vorne wartet natürlich eine Ampel und natürlich rot. Aber vielleicht schaltet er sich gleich mal um. Ja, jetzt schaltet sich um. Und dann können wir hier drüber fahren, fahren hier an Gazprom vorbei. Die haben doch hier bestimmt wieder zwei Einfahrten, ne? Genau hier eine und dann auf der anderen Seite noch eine. Und Daxa ist da hinten die Einfahrt. Ups, da ist gerade der Bus gespawnt. Vor unseren Augen. Ich habe immer so gedacht bei diesen geschlossenen Firmen, dass man die irgendwie, dass man die freispielen kann oder irgendwie freischalten kann, aber das ist nicht der Fall. Aber das haben auch, glaube ich, komischerweise sehr viele gedacht, aber es ist halt nicht so. Ja, und da sind wir dann schon angekommen. Bom. Digger 1000 von Misrata nach Sumbawa geliefert. 364 Kilometer in 4 Stunden 48 Minuten und 179,9 Liter Verbrauch. Ja. Basisvergütung, Level-Erfahrungsvergütung. Ja, und dann gab es natürlich noch Bonus für Fernfahrt Rang 2, Bonus für hochwertige Fracht Rang 2 und Bonus für dringende Lieferungen. Also da stapelt sich erstmal ordentlich viel an. Aber mir ging es ja vor allem um die Erfahrungspunkte. Denn dort haben wir 629 bekommen. Also wir haben fast das Doppelte von der normalen Basisvergütung fast reinbekommen. Das ist ja fast das Doppelte. Wie gesagt, fast das Doppelte. Ja, und 14.260 Euro haben wir hinzubekommen. Immer noch Level 18 sind wir das letzte Mal geworden. Und wie immer ausgezeichnet transportiert. Ja, und dann geht es nächstes Mal weiter. Dann wird auch dieser mittlerweile 5%ige Schaden durch die Bordsteinkante beseitigt. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn es dann hier von Chihuahua dann wieder weitergeht in den nächsten Auftrag. Ja, und bis dahin wie immer und